Moin, moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der besten Apps der Woche hier auf Ungalaxy. Heute habe ich wie gewohnt 5 coole Apps für euch herausgesucht. Von daher würde ich sagen, starten wir auch gleich. Auf geht's! Starten wir auch gleich mit einer sehr, sehr nützlichen App, diese nennt sich SafeDroid. Und SafeDroid packt ein Problem an, was viele von uns kennen werden, denn wir alle haben Träume, Wünsche und Ziele, die wir uns gerne mal erfüllen wollen. Zum Beispiel kann das der nächste richtig coole Urlaub sein, ein neues Smartphone, ein neues Handy, jeder hat da ja andere Vorstellungen. Doch eins haben diese Ziele immer gemeinsam, denn sie sind meistens ziemlich teuer und somit mit lästigem Sparen verbunden. Und von daher ist es da sehr cool, wenn man dann einen Begleiter hat, der einem genau dieses Sparen etwas angenehmer macht. Und das möchte SafeDroid nämlich erreichen. In SafeDroid können wir erstmal einen Wunsch sozusagen festlegen. Ich habe jetzt zum Beispiel gesagt, ich möchte nächstes Jahr nach Asien fliegen und dort Urlaub machen. Und dafür brauche ich die Summe X, die ich halt bis dahin sparen möchte. Das heißt, SafeDroid wird mir jetzt in den nächsten Monaten helfen, genau diese Summe anzusparen. Das funktioniert folgendermaßen. Wir verknüpfen unser normales Konto mit SafeDroid und SafeDroid macht sozusagen noch ein separates Sparkonto, wo dann genau nur für meinen Urlaub gespart wird. Das heißt, jetzt kann ich Auslöser festlegen, das nennt sich in der App Smooths und diese Smooths kann man wirklich sehr, sehr vielfältig nutzen, also finde ich ziemlich cool und es kommen auch immer wieder weitere hinzu. Zum Beispiel kann man sagen, hey, ich benutze ziemlich häufig momentan diese eine App, das nervt mich ein bisschen und ich setze mir einen Anreiz, dass ich immer, wenn ich die App lange benutze, zum Beispiel über eine halbe Stunde am Tag, werden vielleicht 2,50 Euro auf mein Sparkonto überwiesen oder man kann zum Beispiel sagen, hey, immer wenn ich mein Handy öfters als 50 Mal am Tag entsperre, werden auch wieder 2 Euro überwiesen. Und so kann man sich halt immer so kleine Anreize setzen, um Geld zu sparen, was ich ziemlich, ziemlich cool finde. Dazu muss ich sagen, dass der Service komplett kostenlos ist und eure Daten werden halt auch nicht weitergegeben. Außerdem wurde das Ganze vom TÜV geprüft. Von daher bin ich hier auf jeden Fall gespannt, wie viel Geld ich sparen kann, bis es dann letztendlich nach Asien geht. Und wenn ihr gerne auch sparen wollt, gibt es sogar noch einen Code, mit dem ihr 5 Euro Startguthaben bekommt. Das heißt, ihr bekommt einfach 5 Euro geschenkt, wenn ihr euch letztendlich angemeldet habt. Dann könnt ihr im Menü unter Sparbooster einfach den Code OwnGalaxy eingeben und bekommt einfach 5 Euro dazu. Ziemlich cool von den Jungs und das ist auf jeden Fall eine ziemlich gute Möglichkeit, von daher checkt das Ganze gerne mal selber. Weiter geht es auch direkt mit einem ziemlich freshen Spiel, dieses nennt sich Space Marshal 2 und wie soll es auch anders sein, wir spielen hier bei Space Marshals und müssen uns fast wie in so einem Bond-Film immer durch viele verschiedene Level hier hindurcharbeiten und die Gegner ausschalten, um letztendlich das Ziel zu erreichen und das ist einfach ziemlich cool gemacht, auch diese Draufsicht von oben ist ziemlich fresh, ich finde die Grafik cool, dabei spielt das Ganze noch in der Zukunft, also wirklich auf vielen Ebenen ein sehr, sehr interessantes Spiel, von daher würde ich sagen, checkt das Ganze gerne mal selber aus und werdet selbst zum Space Marshal. Ebenfalls eine ziemlich coole App nennt sich One More Bounce und wie man das schon am Namen festmachen kann, wurde diese App von den Machern von One More Jump entwickelt und dementsprechend haben wir hier auch die gleiche Grafik, sag ich mal. Es ist ebenfalls so minimalistisch gestaltet worden, was mir persönlich immer sehr, sehr gut gefällt. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Wir können mit unserem Finger immer eine gelbe Linie ziehen, die wie so ein Trampolin, sag ich mal, funktioniert. Das heißt, wenn unser Charakter dann auf die Linie drauf fällt, wird er sozusagen weiter geschubst oder er springt halt wieder, wie man das auch sehen möchte. Und damit können wir uns halt entweder ins Ziel hangeln, Münzen einsammeln oder wenn wir im Endlosmodus sind, zum Beispiel einfach nur in der Luft schweben bleiben, um nicht zu sterben. Jeder, der gerne mal ein Spiel zwischendurch haben möchte, sollte sich hier auf jeden Fall mal ein bisschen umsehen. Ich finde die App auf jeden Fall cool, deswegen würde ich sagen, checkt das Ganze gerne mal selber ab. Ich denke mal, jeder von euch kennt den Moment, wenn man gerade sein eigenes Smartphone an einen Freund gibt, weil er irgendwas dran machen möchte und sich nur so denkt, hoffentlich schaut er nicht in die Galerie, weil da könnten ja zum Beispiel peinliche Fotos von einem selbst oder irgendwelche intimen Pärchenfotos oder vielleicht irgendwelche abfotografierten Passwörter auf ihn warten und das wäre natürlich der Worst Case, von daher sagt man sich lieber, hey, ich schiebe all diese intimen Fotos in einen privaten Ordner, sage ich mal und dieser Ordner ist dann die App KeepSafe, denn die hat den Vorteil, dass man diese Fotos dann in der Galerie nicht mehr findet, sondern nur noch in der KeepSafe App und die KeepSafe App kann man letztendlich nur mit einem Passwort erreichen, von daher würde ich sagen, wenn ihr eure Fotos vor ungewollten Einblicken schützen wollt, ist das hier auf genau die richtige App für euch. Von daher würde ich sagen, checkt das Ganze gerne mal selber aus. Als kleinen Leckerbissen habe ich jetzt noch das Spiel Skidstorm für euch am Start und es ist einfach ein nettes kleines Rennspiel für zwischendurch. Ich muss dazu allerdings sagen, dass sich die App noch im Beta-Status befindet. Das heißt, an ihr wird noch so ein bisschen gewerkelt und in nächster Zeit wird sie wahrscheinlich noch stark verbessert. Nichtsdestotrotz ist sie aber auch jetzt schon eine Empfehlung wert, denn es hat einfach sehr viel Spaß gemacht, hier zu spielen. Man hat einmal diese Draufsicht von oben, die mir sehr gut gefällt. Man hat dadurch einen sehr guten Überblick und auch die Grafik hier in so einem Comic-Look hat mir sehr gut gefallen. Von daher war es einfach eine rasante Sache.
Sache, hier mal so ein paar Runden zu fahren. Und ich denke, für zwischendurch ist es auf jeden Fall eine nette Sache. Von daher, alle Rennspiel-Fetischisten sollten sich die App auf jeden Fall mal genauer anschauen. Jetzt kann ich dir nur empfehlen, noch die letzte Ausgabe der besten Gadgets anzuschauen. Die ist am Sonntag online gegangen und behandelt die besten Gadgets für deine Erinnerung und ist sogar eine kleine Kombination aus Gadgets und einem kleinen Tutorial. Von daher lasst mich auf jeden Fall wissen, wie euch das Ganze gefällt und schaut euch das Video gerne an. Ihr findet den Link dazu in der Videobeschreibung oder natürlich auch hier oben in den Infokarten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß und tschüss!